Unser Ziel war schon immer, das beste Gymala Gyms aufzubauen. Und wir sind noch nicht annähernd fertig und das Gym hat jetzt schon Kultstatus. Und das Besondere ist eben, um einen Kult zu erreichen, braucht es Zeit. Kult kann man einfach nicht planen. Und wir haben das nach 3 Jahren geschafft. Die Leute pilgern von der ganzen Welt ins Gym. Ja, wir sind mal ganz ungeniert und halten die Kamera einfach drauf. Zieh einfach die Mütze weiter ins Gesicht, wenn du möchtest. magst du einmal kurz vorstellen, was ihr mit Gym 80 kreiert habt? Denn ja. Euer Know-how, euer Wissen, alles liegt da, alles auch bei uns im Schrank natürlich, ist immens. Und deswegen Krafttraining, Bodybuilding, nicht anders zu denken, sondern besser zu denken. Ja. Was habt ihr mit Gym 80 kreiert? Wir haben jetzt 2 Jahre lang mit Gym 80 Kooperationen am Laufen, die durch Zufälle bzw. durch Chancen, die wir ergriffen haben, zustande gekommen ist. Und das Ziel war eigentlich, wir haben schon immer die Idee gehabt, ich und mein Bruder, dass wir Geräte erstellen wollen oder konstruieren wollen, wo ein Load Drop möglich ist. Das heißt einfach, weil wie wir schon in der Vergangenheit oft geredet haben, das große Problem der Gesellschaft ist, dass Leute zu wenig hart trainieren. Ja. Und wenn man das irgendwie managen kann, dass Leute intensiver trainieren und schneller ihre Ziele erreichen und schneller Muskelmasse aufbauen, wäre das natürlich super geil. Und dieses Konzept haben wir im Kopf gehabt, dass wir irgendwie Geräte konstruieren, wo man einen sogenannten Load Drop machen kann, also einen Reduktionssatz, wie man halt früher gemacht hat, dass er eine Trainingsbody beim Bankdrücken, wenn man nicht mehr kann, 2 Scheiben zack, runterräumt zack, und dann drückt man weiter. Und das wollten wir automatisieren. Also die Idee haben wir gehabt und ausgeführt haben wir es zusammen dann mit den Konstrukteuren, die technische Genies sind. Sind ja nicht ganz, ganz an der Perfektion angelangt, aber bei 99% kann man sagen. Ja. Und das Resultat steht eben hinter dir mit dieser pure Kraft No Bullshit Line, wo wir jetzt diesen integrierten Load Drop Mechanismus haben. Und das ist jetzt nicht nur aus Trainingssicht extrem geil und innovativ und sinnvoll, weil ich härter trainieren kann, sondern es gibt dem Ganzen ein super geiles Gefühl, ein Erlebnis eigentlich, weil es ist wie wenn man irgendein Raumschiff durchladet und dann halt weiter trainiert. Und das fühlt sich einfach richtig an. Einmal und dann wird weitergeballert. Absolut, ja. Ja, sehr, sehr geil. Wie ist es denn angenommen worden bisher? Und es hat sich ja bei euch allen im Social-Media-Bereich sehr, sehr viel getan. Ich weiß noch, als wir das vor 2 Jahren war es, glaube ich, als wir das Interview gemacht haben. Ja, genau, haben wir ja auch noch darüber gequatscht. Wie ist gerade so, was geht ab in Wien? Ja. Mache ich es einfach mal ganz einfach, ganz simpel. Was geht ab in Wien? Naja, ja, unser Ziel war schon immer, das beste Gym aller Gyms aufzubauen. Und wir sind ja nicht annähernd fertig und das Gym hat jetzt schon Kultstatus. Und das Besondere ist eben, um einen Kult zu erreichen, braucht es Zeit. Kult kann man einfach nicht planen. Und wir haben das nach 3 Jahren geschafft. Die Leute pilgern von der ganzen Welt ins Gym. Und wir haben das geschafft, dass sie eigentlich, das Publikum mittlerweile für uns eigentlich das Marketing macht, weil sie einfach sich selber aufnehmen, die ganzen Eindrücke festhalten und vermitteln an die äußere Welt. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, ja, wenn ein Gym international bekannt wird und Leute wirklich extra wegen dir nach Wien fliegen. Und das machen sogar Leute am Wochenende. Die fliegen von Deutschland nach Wien und trainieren und fliegen wieder heim. Also das ist für mich das Wichtigste. Ja. Wir haben schon oft über Kohle gesprochen und so weiter. Kohle ist natürlich unglaublich wichtig, aber es gibt was Wichtigeres wie Kohle, nämlich die Art und Weise, wie man Kohle verdient. Und ich bin im Himmel, ja, und ich kann nur jedem empfehlen, schaut's vorbei. Und zwar nicht aus subjektiver Sicht, sondern aus objektiver Sicht ist es schon wirklich das Disneyland des Krafttrainings. Ja, und das kannst du sicherlich bestätigen. Absolut. Also das, was ich enorm gut finde für jemanden, der sehr, sehr viel an verschiedenen Sportarten macht, man kann bei euch halt alles machen. Ja. So. Und aber auch alles in der geilsten Atmosphäre, in dem geilsten Equipment. Also wir planen gerade, und der kommt bald, einen Wrestling-Ring im Gym aufzustellen. Nein, das ist der große Traum, weil vor allem mein Bruder, aber auch ich, sind große Wrestling-Fans. Ich habe das Video gesehen. Das Ziel ist eigentlich, dass ich, wenn wir Führungen machen im Gym und wir gehen wieder Stiege rauf, in dem Moment, wo der Besucher, der das erste Mal im Gym ist, um die Ecke schaut, hätte gern, dass jemand von der Leiter runterspringt in Reisnägel rein. Das ist eine Vorselektion für die richtigen Mitglieder und die richtigen bleiben wahrscheinlich dann im Gym und die falschen verpissen sich. Das ist geil. Das ist ultra.
Also wir werden dann gerne auch mal eine Runde wresteln. Ja, voll, ich zahle da gerne einen Sessel mit den Bieren. Sehr gut. Was ich dir, vielleicht nicht jetzt, aber dann im Gym gerne über die Rübe haue, ist unser neues Buch, was ich hier mitgebracht habe. Ja, sag's in die Kamera. Das, was hast du geschrieben? Das haben wir beide geschrieben, selbstverständlich. Ah, ja, okay. Calisthenics und Mobility. Ein paar Worte, weil ich weiß, ich habe jetzt mittlerweile 5 Bücher geschrieben und schreibe am 6. Buch. Ich weiß, wie verdammt viel Arbeit es ist, ein Buch zu schreiben. Und zwar neben dem restlichen Leben, neben dem restlichen Business. Ich weiß, dass es jeden Tag stundenlange Arbeit ist, und zwar für Jahre lang. Und es gibt nichts Geileres, als ein eigenes Buch in den Händen zu halten. Und deswegen Gratulation von meiner Seite. Ja, ich werde es auf jeden Fall in meinem Gym auslegen. Und ja. Sehr gerne. Das ist für euch. Und, schmerzfrei, genau das brauche ich. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, Thema Mobility. Ne? Das ist so, da ist noch ein Bild drin. Das nee, Quatsch, das ist von uns beiden. Genau, wir machen gerne mal Foto gleich. Ja. Und ansonsten ja, kann ich euch nur empfehlen, beschäftigt euch mit Intelligent Strength. Gerade ist Monique bei Mirella im Coaching. Ja, wenn du magst, gerne gleich auch noch mal 2 Worte. Jawohl. Was ich einfach super finde, ist, dass ihr immer die Education mit dem Gefühl, mit letztendlich dann auch dem Training verbindet. Weil Training, einfach dumm hinzugehen und einfach nur zu trainieren, das hält halt nicht lange. Und dann sind wir beim Thema Schmerzen etc. pp. Und auch beim Thema Ernährung. Und was ich super finde, dass ihr die Synergie schafft, Frauen und Männer gleichzeitig zu inspirieren. Was ist es denn, was jetzt, ich sag mal, in den letzten Jahren passiert ist, auch bei euch, bei dir, Mirella, dass du gesehen hast, okay, es wird immer mehr und vielleicht mit welchen Mitteln hilfst du den Frauen heutzutage, die jetzt sagen, okay, die haben sich schon mit Krafttraining beschäftigt, aber was ist so Thema Ernährung bei denen das häufigste Problem? Das häufigste Problem ist, dass sie die Lebensmittel nicht richtig einschätzen können. Mhm. Also die Kalorien eigentlich am Ende des Tages. Ja. Viele sagen immer wieder, sie ernähren sich gesund und das tun sie auch. Aber man müsste das trennen, in dem Fall gesundheitlich und wie möchte ich körperlich aussehen. Und da zählen am Ende des Tages die Kalorien. Und da ist ein Manko oft, ja, dass man einfach nicht weiß, wie viel man an Kalorien zu sich nimmt, auch wenn das in gesunder Form wie Nüsse und Avocado und was weiß ich was, Leinsamenbrote oder keine Ahnung, solche Sachen. Ja. Also man kann auch zu viel Körperfett mit solchen Lebensmitteln aufbauen. Was ich sehr interessant finde, dass ihr wirklich so diesen Ansatz von, hey, dein Körper sieht so aus und wenn man jetzt gerade im Aufbau ist oder sonst was, dann schäm dich nicht dafür und ihr zeigt euch auch freizügig mit dem, was ihr habt. Ich meine, letztendlich habt ihr auch viel Muskulatur, das wird für viele Leute dann vielleicht auch so der Begründung sein, ja, deswegen trauen die sich das und so weiter. Aber vielleicht mal, was empfiehlst du den Frauen, die sich selbst in ihrem Körper nicht wohlfühlen, weil das ist bei Frauen viel eher das Thema als bei Männern, die fühlen sich halt eher zu klein und zu schmächtig. Aber das Wohlgefühl, finde ich, ist bei Frauen so sehr, sehr emotional behaftet. Wie coachst du die Leute dadurch? Also das ist definitiv ein längerer Prozess, den man durchmachen muss. Das ist nichts, was man vielleicht bei mir im Coaching in einem Monat oder 2 Monaten lernt. Ja. Aber es ist ein langer Weg von einer Selbstfindungsphase vielleicht, sich selber gut kennenlernen, in jeglicher Situation und ja, ich gefalle mir auch nicht jedes Mal, ja, und ich würde auch nicht sagen, jedes Mal super toll und mit mehr Körperfett und was weiß ich. Aber man, so bin ich und ich weiß, dass ich nicht immer so aussehe oder aussehen werde. Mein Körper verändert sich, mein Mindset verändert sich und das ist halt nichts, was ewig so bleibt, ja, und genauso wie ich mal abgenommen habe, so kann ich auch wieder zunehmen und dann wieder auch abnehmen. Und das sollte nicht sein, wo man dann Zusammenbrüche kriegt. Ich möchte 2 Sachen sagen, weil ich habe genau die gleiche Frage, ich glaube, heute in der Früh oder gestern gestellt. Wenn ich zurückdenke, wie ich mich früher gefühlt habe, und ich war der gleiche Mensch, ja, es war ein anderer Mindset. Ich habe mich früher hässlich gefühlt, als 20-Jähriger.
Und jetzt bin ich sicherlich nicht schöner geworden. Ja, ich meine, ich war ja früher 20, okay, da war ich 20 Kilo schwerer als jetzt. Ja, und sehr viel Fett im Gesicht, aber es hat sich einfach das im Kopf verändert. Nämlich auch die Prioritäten. Es ist so, man muss einfach den ganzen Zeit geben, das ist der wichtigste Punkt, und drauf kommen, was ist für einen wichtig im Leben. Und man muss auch drauf kommen, dass erstens mal es gibt wichtigere Dinge, ja, als das, was wir machen, keine Frage, aber wir sind darauf spezialisiert. Und man darf es auf keinen Fall auf Optik reduzieren. Das ist unglaublich entscheidend. Ja, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Ja. Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie schafft ihr es denn? Man sieht euch jetzt hier auf der FIBO und man sieht euch auf Social Media und so ganz viel und denkt sich, hey, ihr habt ein riesengeiles Gym, auch wenn du gerade die Optik ansprichst und so weiter, ist alles super geil. Und natürlich steckt da so viel harte Arbeit dahinter, die niemand sieht. So viele immense Stunden alleine am Schreibtisch, alleine in der Kammer, in der man vielleicht auch die Beziehungen einfach nicht pflegen oder leben kann, so wie man es möchte. Wie schafft ihr es, dass ihr sagt, hey, trotz der vielen Arbeit und dem, was von uns gefordert ist, was wir geben wollen, wie schafft ihr es, die Beziehung gesund zu halten? Kurz von meiner Seite, ich glaube, also bin mir sicher, dass du jetzt genau auch seit längerem schon das durchmachst, was ich vor 7 Jahren schon durchgemacht habe, nämlich wenn man sich selbstständig macht, ist man in einem gewissen Flow drinnen. Man ist glücklich, man muss immer wieder besinnen, dass es ein großes Privileg ist. Und wenn der Partner weiß, wie es dem anderen Partner geht, sie müssen nicht den gleichen Bereich durchmachen, weil ich war nie Online-Coach und ich habe nie Leute auf die Bühne gebracht, in Wahrheit. Aber ich weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten, und ich weiß, was es bedeutet, dieses Gefühl tief drinnen zu haben, dass man genau weiß, man macht das Richtige. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Man spürt es, man macht das Richtige. Und die Lady steht mittlerweile jeden Tag 1 bis 2 Stunden vor mir auf, liegt neben mir im Bett, während ich noch schlafe, und macht die ganzen Check-ins durch. Und sie hat jetzt den Schritt gemacht, ein eigenes Büro zu nehmen in Wien. Und viele, denen ich das erzählt habe und auch sie erzählt hat, waren der Meinung, warum nimmst du dein eigenes Büro? Du kannst das ganze Business ja auch im Gym machen. Das stimmt nicht. Erst wenn man diesen Schritt macht in die Selbstständigkeit, öffnen sich Türen. Die können sich nicht öffnen, wenn man den Schritt vorher nicht macht. Und jetzt hat sie eben das Büro, sie könnte es gleich im Gym machen. Aber es ist ein Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ich dasselbe in meinen Händen habe oder ob der Rahmen vorgegeben ist. Und bei mir war früher der Rahmen immer vorgegeben, im Fitnessstudio oder bei anderen Akademien. Ich war zwar zum Teil, habe ich mich verwirklichen können, aber Equipment war vorgegeben, die Länge von meinen Seminaren war vorgegeben, und genau das war der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich diese Rahmen sprengen kann. Und das gegenseitige Verständnis hilft einfach, dass wir natürlich wenig Zeit miteinander verbringen, aber wir schaffen es trotzdem immer wieder, und wir werden es in Zukunft noch besser schaffen, dass wir uns Termine ausmachen und unseren Tagesablauf so planen oder Wochenablauf, dass wir zwar wenig Zeit miteinander verbringen, aber die Zeit dann hochwertig miteinander verbringen. Zum Beispiel 3 Stunden dann in dem Restaurant zu sitzen und alle möglichen Gerichte auszuprobieren. Ich habe das gesehen, es sah deliziös aus. Das war lecker, ja. Also definitiv, was er jetzt eh auch angesprochen hat, ist Verständnis. Verständnis, glaube ich, ist das A und O, und wenn man viel miteinander redet. Auch wenn man nicht immer alles versteht, aber Verständnis dafür aufbringt, dass es jetzt mal so ist, und vielleicht mal zurückstecken, das ist klar, aber ja, und dann Termine ausmachen, Termine, Planung ist immer und überall das A und O, glaube ich. Wenn es nicht im Kalender steht, findet es nicht statt, ne? Genau, wenn wir sagen, ja, wir sollten irgendwann, dann wird es nicht, wir müssen uns einen Termin ausmachen. Kennen wir ganz gut, richtig, in der Tat. Ich danke euch vielmals auch für dieses tiefe Gespräch, für alles das, was ihr macht, für die Leute, die ihr inspiriert und einfach geilen Scheiß macht. Von daher danke euch, und in der Videobeschreibung alles auschecken, dies, das, Ananas und so weiter. Lightweight.